Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Benoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner ist Mark Hagenbeck, seines Zeichens Mentalist und Gedankenleser. Und Mensch. Ist er auch noch. Und Tattoo-Träger ist er auch noch. Ist egal. Und ich bin der Sagi. Hast du kein Tattoo? Nein, ich habe kein Tattoo. Nein. Auch nicht so ein Geheimnis irgendwo an der Stelle, so Innenseite deines Oberschenkels oder sowas? Nee. Okay. Aber wenn du... Nein, danke. Ja. Nein, danke. Und heute am 23. Februar hat wer Geburtstag? Heute haben wir natürlich ein Geburtstagskind, über das ich mich ganz besonders freue. Jan Böhmermann hat heute Geburtstag. Findest du gut, oder was? Jan Böhmermann finde ich total, findest du nicht gut? Ich finde ihn total super. Also, neutral Jan Böhmermann ist ein super Moderator, Jan Böhmermann ist ein super Mensch und vor allen Dingen ist er ein mutiger Mensch. Und sein Magazin Neo Royal ist echt ein klasse Format. Ja. Und das sage ich nicht deswegen, weil er mich dafür bezahlt. Nein, natürlich nicht. Böhmermann am 23. Februar 1981 geboren. Und 82 Jahre zuvor hat Erich Kästner Geburtstag. Hey! Ja, Erich Kästner ist der deutsche Schriftsteller, kennst du? Emil und die Detektive zum Beispiel? Ja, der 35. Mai, habe ich auch gelesen. Das ist auch von Erich Kästner? Ja. Okay. Wann ist er gestorben? Weißt du nicht. An seinem Todestag, das stimmt. Gestorben ist er am 29. Juli 1974. Oh. Ja, wurde 75 Jahre alt. Ja, das ist Erich Kästner. Und was haben wir noch am 23. Februar? Was haben wir noch? Wir haben dann noch den Karl Friedrich Gauß. Der ist am 23. Februar 1855 gestorben. Er ist ein großer Mathematiker aus Göttingen gewesen. Und die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass er mal auf dem alten 10-Mark-Schein drauf war. Ja, ja. Ich sage nicht, dass ich ein Älterer unter uns bin, aber ich kenne es noch. Ja. 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 Das war Gauß. Gauß. Das heißt, Gauß gestorben am 23. Februar, Jan Böhmermann geboren und Erich Kästner auch geboren. Genau. Das sind die drei Informationen, mit denen ihr jetzt rausgehen könnt und damit angeben könnt. Macht was draus. Eure Tagesdosis Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Tschüssikowski.